Ach so, ich hatte übrigens die Piranhas, Quatsch, keine Piranhas, die Pinguine ausprobiert. Hatte sie Kiten genannt, da sie ein bisschen wie Torpedos aussahen. Aber ich habe festgestellt, sie haben unglaublich viel Hunger. Teilweise essen sie so viel Nahrung wie ein Spino. Bei viel, viel weniger Kampfpotenzial. Deshalb habe ich ja dann zwei entsorgt. Und beim letzten, der ein etwas höheres Level hatte, kann ich vielleicht schauen, ob ich irgendwann mal das passende Gegenstück finde. Ich schau mal, welches Geschlecht dieser Pinguin hat. Dann wüsste ich, wonach ich suchen muss. Ich glaube, er ist männlich. Einfach damit ich zwei von ihnen habe und sie einen Mate-Boost haben. Dann kann ich sie nämlich unter Wasser mitnehmen. So, männlich tatsächlich. Und sie haben halt sehr viel Hunger, sehr viel Food. So. Reichen für 100 AP? Oh, okay, ist ja schon gut. Ja, das kommt doch dazu. Als ich meine Werte zurückgesetzt hatte, kam der Sauerstoff zu kurz. So. Für unter Wasser. Wieso krieg ich dich nicht anvisiert? Komm schon. Und jetzt kann ich keine zwei Atemzüge unter Wasser bleiben, ich sehe schon. Ich gehe ja schon. Aber ich glaube auf Sauerstoff. Auf den Stat hier. Wo ist er? Nein. Das sind nicht meine Stats. Das sind die vom Hai. Sekunde. Inventar. Auf das hier kann ich, glaube ich, noch am ehesten verzichten. Eventuell könnte ich vielleicht auch noch Torpidity runterschrauben, um da ein bisschen Punkte zu sparen. Ich habe halt zu viel auf Movement Speed gesetzt diesmal, nachdem ich die Weite zurückgesetzt hatte. In der irrigen Annahme, ich müsste vielleicht demnächst mal um mein Leben rennen. So. Komme ich da jetzt überhaupt durch? Ich hoffe es. Okay, das klappt gut. Das Problem mit Anya Forger ist, dass sie wenig Ausdauer hat, langsam ist, eigentlich langsam, und für ein Bronto nicht wirklich viel tragen kann. Das heißt, ich kann nur eine begrenzte Menge an Bären. So. Super. Aufsammeln, bevor ich wieder zur Basis zurückrennen muss. Zumindest bekomme ich nebenbei noch ein bisschen Holz und Hatches. Und was ihre Werte angeht, naja, ich habe sie damals als Level 4, glaube ich, Bronto oder so. Also ziemlich niedriges Level gesehen. Vielleicht ist sie deshalb in manchen Punkten etwas überfordert. Früher hätte ich normalerweise die Steamberries weggeworfen, da ich sie ja nicht brauche, um die Dinos zu füttern. Aber wenn ich Stimulant haben will, um zum Beispiel irgendwann mal wieder ein Mindbike-Tonic zu machen, bräuchte ich schon noch ein paar Steamberries. Dann kann ich meine Werte wieder zurücksetzen. Vielleicht auch noch den einen oder anderen schlecht verteilten Skill korrigieren.
richtig ertragreich sind die Lila-Felder, die Blumen dahin. Aber da komme ich alleine nicht wirklich hin. Das schafft sie nicht. Wegen den Androsachos, die sind zu gefährlich. Dodo! SOS Dodo. Egal. Das Inventar ist sowieso bald wieder voll. Also viel mehr kann ich auch nicht transportieren. So schnell passiert das. So. Dann noch dort ein paar kleine Beeren. Zum Glück wachsen die Beeren schnell nach. Aber sie ist wirklich langsam. Die gute. Hatte wohl heute noch keine Bilanz. Und ab nach Hause. 3! Das ist interessant aus. Die kleine Familie. Tyrannodons. So, Tür auf. Also mit Jor Folger, dem Baby Bronto, war das folgendermaßen. Ich hatte mehr oder weniger aus Versehen einen Kampf angefangen mit einem, ich glaube, Juvenile Bronto. Kriege ich das von hier aus zu? Ich versuch's. Jetzt aber. Und dann habe ich gesehen, dass noch etwas ganz Kleines auf dem Boden rumkrabbelte. Und das war halt Jor. Und da dachte ich mir, versuchst du mal sie zu zähmen. Sie war zwar winzig, also ein Baby, aber weil sie trotzdem als Bronto zählte, hat sie keiner versucht, groß anzugreifen. Es gibt ja nicht viele Dinos, die einen Bronto angreifen, freiwillig. So. Dann einmal in die Futterkisten. So. Pull. Berry. Und Azulberry. Und Majorberry. Null. Ja, ich glaube, das ist voll inzwischen. Kein Problem, ich habe noch ein paar. Sieht gut aus. Hier passt nicht mehr viel rein. Aber hier. So. Und die? Und Tinto. Ah, ich habe mich verklickt. Moment, ist das schon voll? Nein, noch nicht voll. So. Das sieht doch gut aus. Und da ich eine gewisse Menge an Fleisch habe, muss ich wahrscheinlich nicht sofort Fleisch sammeln gehen. Glaub nicht, dass das jetzt akut nötig ist. Minerva. Das war's. Jetzt könnte ich höchstens noch ihre Thatches und das Holz rausholen. Der Wahlgesang. So. Ich glaube nicht, dass die Pull-Reichweite der Truhen bis zu Anja reicht, aber ich schau mal. Das wäre natürlich praktisch.
Und das hier könnte ich eigentlich wieder auf mal automatisch stellen. Ich hatte jetzt nicht vor, in absehbarer Bälde wieder neue Dinos zu züchten. So, wie sieht's hier aus? Ja. Dann packe ich das hier hin. Ich mache überall Platz. So. Einmal wo drüber? Anja Forger. Ist jetzt nicht so viel. So, und die drei kommen in einer der Futterkisten da oben hin. Wahrscheinlich übertreibe ich etwas mit den ganzen Futterkisten. Aber so kann ich halt länger unterwegs sein, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass sie verhungern. Beziehungsweise, das mit den Bären gerade war ein Fehler. Denn ich muss noch bei Jörg vorbeischauen. Weil die Gute noch ein Baby ist. Sie kann sich nicht selbst ra... oh ja, sie hat hier schon ordentlich ausgeräumt. Ihr Inventar. So. Wo finde ich denn noch ein paar Bären für dich? Am besten wäre, wenn ich das ganze Inventar vollpacke. Und selbst dann bin ich nicht sicher, für wie lange es reichen wird. Oh je, ja. Du frisst mir noch die Haare vom Kopf. Muss ich wohl doch nochmal mit Tanja raus. Gut, jetzt ist es voll, aber das hält nicht sehr lange. Egal, ich will ja auch nicht lange weg.